Kennt ihr schon das Verschlussstopfen-Set von AKF? Wenn nicht, wird es auf jeden Fall Zeit, es genauer kennenzulernen, denn so könnt ihr euren Simson-Motor perfekt schützen vor Staub, Schmutz oder Wassereintritt. Im Set enthalten die Stopfe für Lima-Deckel und Kupplungsdeckel für die Tacho- bzw. Drehzahlantriebe, dann den Auslass, den Einlass, der BVF-Vergaser, die Abdeckkappe und die Abtriebswelle und optional diesen Verschlussstopfen, falls ihr einen Bremslichtschalter außer liegen fahrt und in eurer Bremsplatte das Loch verschließen wollt. Der Motor hier kommt in der Winterschlaf und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze montiert aussieht, mache ich das mal schnell. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier kann jetzt nichts mehr von der Abtriebswelle rein oder raus, am Vergaser oder am Auslass. Natürlich kann man das Ganze jetzt auch mal noch schnell ohne Vergaser simulieren. Ohne Vergaser natürlich auch super. So kann man den Einlass verschließen und einfach die Muttern handfest anziehen. Und übrig geblieben noch der Verschlussstopfen für den Lima-Deckel, für den Kupplungsdeckel und für die Bremsplatte. Dann hier für den Kupplungsdeckel und in dem Fall die Bremsplatte. Wie gesagt, wenn ihr einen außenliegenden Bremslichtschalter fahrt und das Loch verschließen wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Set findet und ob vielleicht euer Motor auch gerade Winterschlaf macht.